So, wo fangen wir jetzt an beim Abschied? Ja, genau. Als erstes synchronisieren. Synchronisieren heißt, dass die drei untereinander wie eins laufen. Die gleiche Stellung haben. So, übertrieben gesagt. Ja, gleiche Luftrückstand. Das heißt, was machen wir da jetzt, um das einzustellen? Wir drehen erstmal die Synchronschraube miteinander, die zwei. Mhm. Und der ist extra, der wird auch für gleiche Durchsatz wie die andere, dass die sechs Vergaser wie eins Vergaser. Also das muss genau sein. Dass sie genau gleich laufen? Ja. Und wie überprüft man das Ganze? Kann man das irgendwie messen? Doch, wir messen da mit dem... Ah, okay, man steckt einfach eine Uhr rein und die zeigt den Unterdruck an. Richtig. Cool. Ja, jetzt darfst du starten. Okay. Ich bin gespannt. Wir haben gleich gehört mit der neuen Auspuffanlage. Nee, aber wenn er warm ist und unter Last ist, ist das... Ja, das hören wir ja nachher noch. Ne? Ja. Also Tom hat gute Arbeit geleistet. So, Jungs. Die Pumpe. Können wir jetzt sicherstellen, dass sich das nicht wieder verstellt alles? Reicht das? Das stimmt nicht. Das reicht mit den Federn drunter und so, ist das ja, wirklich ja, so? Ja, das versteht sich man, nicht. Man denkt immer so, das vibriert ja alles so ein bisschen, ja, aber wirklich, das bleibt genauso alles. Bleibt. Und jetzt ist also tendenziell ein bisschen magerer, so wie ich ihn gefahren bin. Wie ist das mit Sprit eigentlich? Muss ich eigentlich dann immer 102 Oktan tanken oder? Muss nicht. Oder kann ich auch minderwertigen Sprit, jetzt als Beispiel, was ich nicht mache, aber reingeben. Das hat ja jetzt mit dem Kraftstoff nichts zu tun, also mit der Gemisch nichts zu tun, sondern mit dem Zündverteiler. Ah, okay. Ja? Der Motor hat keine Klopfregelung, wie das bei modernen Fahrzeugen ist, dass das Steuergerät das merken würde und dass du jetzt schlechteren Kraftstoff getankt hast und dann die Zündung zurücknimmt. Ja, das kann er nicht. Das heißt, wenn wir den jetzt abstimmen auf 102, was drin ist, ja, dann könntest du auch mal 95 tanken, aber nicht Vollgas fahren. Okay, aber ich muss dann schon bei 100 plus fahren. Wenn du ihn richtig treten möchtest, dann, okay,
muss 102. Ja, aber es gibt keine Kontrolle, was die Verbrennung macht. Das ist alles mechanisch. Das heißt, wenn du weniger tankst, fängt an zu klopfen und dann halt... Also würde man das leistungstechnisch merken, dass ich also wirklich jetzt sage, komm, ich bin jetzt irgendwo, ich muss 98 Oktan tanken und anstatt 102 und trete rein, dass ich dann merke, spürbar, der Wagen hat weniger Leistung? Also 102 ist eigentlich zu viel für den Motor. Ist sogar zu viel? Braucht man nicht. Braucht man nicht. Also es bringt keinen Vorteil. Okay. Weil wir dann später, wenn wir mit der Zündung spielen, werden wir sehen, dass er irgendwann einfach nicht mehr, nichts passiert. Er fängt nicht an zu klopfen, wie es bei einem anderen Motor sein wird. Er zündet einfach nicht mehr gut. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Mhm. Das ist dann überzündet, sagt man. Mhm. Hier sieht man auf jeden Fall nochmal das Gasgestänge, was noch gebaut werden musste. Genau. Prinzipiell aus dem Innenraum kommt nämlich eigentlich auch nur ein richtiges Gestänge und das musste von unten umgelenkt werden, dass es halt hier rangeht und die drei Vergaser miteinander verbindet. Da unten ist auch die Umlenkrolle. Dann müsste Maxi noch einmal hier rüberkommen, dann sieht man das. Mhm. Das war ein Riesenproblem. Da muss ich auch nochmal an der Stelle wirklich sagen, vielen Dank Jungs, weil da hatten wir echt ein Problem. Hier sieht man das Original Gasgestänge. Ne? Also wenn ich jetzt hier betätige, siehst du, diese Stange bewegt sich. Ne? Und hier hast du eine Umlenkung. Das Problem ist, die Originalstange, die war so lang, die hat einen Weg gemacht von, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwas über 10, 15 Zentimeter. Ja, also ein verrückt langer Weg. Und du hast das hier nicht angepasst bekommen. Das heißt, die Vergaser, die auf Gaszug eigentlich vorgesehen waren, mussten auf das Gestänge umgebaut werden. Und da haben die Jungs sich halt echt was Geiles einfallen lassen, dass ich hier auch nicht halt in die Höhe komme, weil irgendwann habe ich ja die Haube im Weg. Ja, ja, klar. Und das hat uns wirklich Nerven gekostet, wo wir sagen müssen, dass wir mit den Jungs aus Hagen nicht wirklich weitergekommen sind. Und der Dimitri und der Zisis hatten das gefühlt in 2 Stunden erledigt, das Thema. Also das war echt, das war witzig. Ich kam hier an, zeigte ihm das Problem und er sagte nur ganz locker, kein Thema. Wow. Zog weg, bastelte rum, kam wieder, auf einmal war das mehr oder weniger schon fertig. Mhm. Und wir haben uns da tagelang den Kopf zerbrochen. Ja, ja, ja. Aber das ist eben die Erfahrung. Ne? Zwei Fragen noch. Einmal Thema Choke. Choke wird nicht eingeschlossen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Weil schön Wetterauto oder braucht man generell nicht? Brauchen wir generell nicht. Läuft gut immer. Ja, ja, der läuft auch nicht. Mit Choke gibt es Probleme. Mhm. Okay, also lieber weglassen. Brauchen wir nicht. Thematik Trichter hinten, das weiß ich noch von früher, die gibt es theoretisch auch in länger und in kürzer. Gibt es länger und gibt es kürzer. Damit beeinflusst du auch das Drehmoment. Mhm. Je nachdem fährst du viel Drehzahl oder untenrum. Ne? Mhm. So, und da aber ist die Länge ist ganz kurz bei dem. Das sind jetzt 60er, 80er? 65. Ja. Das sind glaube ich auch so die Standard, die man meistens immer fährt. Das sind die Standard, die passen gut in dem Fall auch zum Motor. Mhm. Ja. Also noch länger würde vielleicht was am Drehmoment verbessern, aber dann oben rum eine Einschnürung bringen. Ja, dann ist er oben ein bisschen träger. Und dementsprechend kürzere Trichter würden für den oberen Drehzahlbereich besser sein. Und dann also auch erfahrungswert über die Jahre, die Trichter zu nehmen. Genau. So, ihr bietet ja diese Abstimmung auch im ganz normalen Kundenauftrag an. Das heißt, ein Kunde kann sein Auto herbringen, ihr stimmt das ab. Richtig. Das ist wahrscheinlich dann meistens nicht der glückliche Fall, dass das alles neu ist. Sondern ich kann mir vorstellen, dass hier auch mal so ältere Autos kommen, wo mal so ein Vergaser 10, 20 Jahre alt ist. Ne? Sehr oft, ja. Und ich kenne das noch von früher, das Wichtigste bei so einem Vergaser ist eigentlich, dass alles dicht ist. Wenn da irgendwo eine kleinste Undichtigkeit ist oder noch so. Wichtig ist, Schwimmanadelventil, dass die dicht macht und Schwimmerstand. Mhm. Wenn Schwimmerstand höher ist, wird automatisch fetter, dann wird fetter. Mhm. Ah, das macht auch einen Unterschied. Okay. Ja, das ist ganz wichtig. Bietet ihr auch so Revision von solchen Vergasern? Ja, ja, ja. Ah, das heißt, ein Kunde hat einen 20 Jahre alten Vergaser. Wir haben alles da, wir können alles machen. Ah, okay, stark. Also meistens ist es so, wenn der Kunde kommt und es ist gebraucht, dann machen wir erstmal die Vergaser auf. Ja, die Schwimmerkammer wird dann mit einer Sichtprüfung gemacht, der Schwimmerstand wird angepasst und die Schwimmernadel wird gegebenenfalls erneuert, wenn sie eingelaufen ist. Mhm. Ja, weil wichtig ist, dass die Schwimmerstände dann von allen 2 oder 3 Vergasern gleich sind. Das heißt, Das Schwimmernadelventil ist nicht dafür da, rein die Kammer nur dicht zu machen, wenn voll ist, sondern hat auch eine regelnde Funktion. Richtig, weil wenn der Schwimmerstand höher ist, dann saugt der Motor mehr, keine Automat, wenn der Sprit höher ist. Mhm. Und wenn niedriger ist, dann kann er nicht so viel. Also ist wichtig, wie die Düse von... Mhm. Okay, das heißt, wichtig ist, dass in allen drei gleich viel Sprit immer drinsteht. Richtig. Und in gleicher Höhe auch. In richtige Höhe. Ja, ist schon ganz schön komplex im Vergaser. Auf jeden Fall. So, okay, wie geht's jetzt weiter? Wir würden jetzt 2, 3 Punkte anfahren im Teillastbereich und eine Volllastkurve fahren und uns da die
Luft-Kraftstoff-Verhältnis immer an. So, das waren jetzt die ersten Läufe und ich kann euch sagen, ich weiß jetzt, warum Selim das umgebaut hat, weil wir standen nebenan und haben uns unterhalten und als das Ding auf einmal hier Kapelle gemacht hat, ne? Ja. War schon Akustik. Genau das, was ich mir erhofft habe, ehrlich. Wie der so schreit. Absoluter Traum. Ich muss ehrlich sagen, den Ausruf finde ich noch gar nicht so laut. Nee. Das geht, ne? Mhm. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt, wenn Tom so ein Ding baut, dass der exorbitant laut wird, ne? Ja. Aber das ist ja wirklich noch human. Passt auch zum Auto, ne? Der hat auch sich den eingetragenen dB-Wert vom Fahrzeugschein vorher angesehen, dass er das in etwa anpassen kann, weil es soll ja immerhin noch TÜV haben, ne? Mhm. Und die Musik kommt echt von vorne. Oder das eine oder andere Rennauto hier war doch bestimmt schon lauter, oder? Ja. Ja, definitiv, ne? So, okay, dann habt ihr eben gerade gesehen, wie ihr habt einen Lauf gemacht, Kurve angeguckt und dann gesehen, dass wir was ändern müssen. Richtig. So. Das, was ändern müssen, kenne ich nur so, Laptop-Knopf drücken und es ändert sich was. Das ist hier ja erstmal ein bisschen anders bei den Vergasern jetzt. Richtig. Wir haben die Hauptdüse geändert. Mhm. Jetzt, da haben wir Versuch gefahren, einmal, da haben wir gesehen, da haben wir dann die Luftkorrekturdüse geändert. Mhm. Und da war besser. Und das dritte Mal hat man noch ein bisschen korrigiert am Luftkorrekturdüse. Luftdüse heißt, die also Hauptdüse, die ist auch direkt Sprit von unten. Mhm. Und die obere Düse ist die Luftkorrektur, das ist die Luft, was reingeht. Mhm. Und das Gemisch von Haupt und das ist dann fertiges Gemisch, kriegt damit der Motor läuft. Also das ist sowohl Kraftstoff als auch Kraftstoff Luft. Und Luft. So, jetzt kommt für mich der schwierige Punkt. Woher weiß man, in welchem Drehzahlbereich diese Düse jetzt entscheidend ist? Oder ist die über den ganzen Drehzahlbereich eigentlich zuständig? Nein. Und da gibt es so viele Mischrohre. Also da gibt es Mischrohre, die sind im unteren Bereich fetter oder mager oder im mittleren Bereich. Das ist Erfahrung. Erfahrung. Muss man sehen, wie der. Bei jedem Motor ist anders. Das wäre gut, wenn eine Düse für alle gleich wäre. So einfach ist nicht. Nein. Okay, so, was haben wir hier jetzt? Das Ding steckt hier drunter. Hat man auch gerade beim Ausbau gesehen, wie das da so drin ganz steckt. Genau, ja. Das heißt, man hat auch jeweils zwei für jeden Zylinder immer das gleiche nochmal. Ja. Und was genau ist jetzt hier welcher Teil von? Das untere Teil, das hier, ist die Hauptdüse. Mhm. Das ist für Kraftstoff. Mhm. Und die steht im Sprit. Die steht unten im Sprit, genau, ins Überkammer. Und das ist die Luftkorrektur, die ist oben. Mhm. Dann geht die Luft rein und dann geht Kraftstoff und das Mischrohr ist zu mischen. Also Kraftstoff, Luft, Gemisch. Okay, verstehe. Das heißt, oben Luft, unten Sprit und dann kommt es mehr oder weniger wie ein Einspritzventil schon in der Mitte so richtig raus. Richtig zusammen raus, ja. Okay, jetzt ist natürlich das Problem dabei, dass mit steigender Drehzahl geht natürlich immer mehr Luft in den Motor rein. Ja. Und irgendwie muss man da so den Übergang finden, dass es immer passt. Ja, ja. Da gibt es verschiedene Mischrohre. Mhm. Die sind ein bisschen dicker, ein bisschen dünner, mehrere Löcher, Luftlöcher oder weniger Luft. Mhm. Und das Erfahrungssache. Erfahrung. Wie viel hattest du jetzt im Endeffekt rein und rausgeschraubt? 3-4 Mal. Ja. Und das ist aber auch Erfahrungssache. Man könnte sich viel öfter damit, also mit Tauschen beschäftigen, wenn man nicht weiß, wie es reagiert. Und also die erste Änderung war eigentlich schon fast okay und die folgenden waren nur Feinheiten. Weil ihr gleich wisst, in welche Richtung ihr gehen müsst. Ja, genau. Welche Düse es überhaupt ist, die wir ändern müssen. Und dann müssen wir uns antasten, ein bisschen wegen den Feinheiten. Beim Einspritzer hat man das manchmal, dass die 6 Zylinder minimal unterschiedlich laufen. Macht man das hier auch oder sind alle 6 genau gleich, was den Sprit angeht? Die sind alle gleich. Alle gleich. Die sind alle gleich. Alle gleich, okay. Ja, das heißt, theoretisch hat man aber erstmal nur diese 3 Punkte zum Einstellen oder kommt dann noch wieder was dazu?
Wir haben auch die Leerlaufdüse für das Leerlaufsystem. Mhm. Leerlauf, Übergang und dann geht es auf die Hauptdüse, Hauptsystem. Okay. So funktioniert es. Im Leerlauf läuft nicht durch die Hauptdüse. Da gibt es zwei andere Düsen. Mhm. Wo dann auch passend dazu diese Einstellschraube und so weiter auf den Kanal geht. Richtig, ja. Okay, krass. Ja, muss man sich erstmal ein bisschen mit beschäftigt haben. Ne? Das sah auch ehrlich gesagt sehr wild aus. Und dann auch noch so wahrscheinlich so mit Pfeilen früher so aufgefeilt, wenn es mal keine passende Düse gab und so. Oder Drehbank drehen, runter oder mehrere Bohrung. Wissenschaft für sich, ne? Keine passende Mischräuchung. Ja, ist schon Erfahrung. Wie viel Arbeit das ist, um aus quasi so einem alten Motor Leistung rauszuholen, was du bei einem neuen Auto per Klick machst. Ja. Das ist unglaublich. Und aus diesen Bohrungen hier kommt dann auch schon Sprit raus? Da kommt das Gemisch richtig schon raus, okay. Komplett. Und dann greifst du vor in die Luft und dann... Das sind schon ganz schöne männliche Löcher, so, wenn man sich das überlegt. Ne? Da kommt schon gut Kraftstoff raus. Ja, okay, so. Kann man ungefähr sagen, was für ein Lambda-Wert da jetzt gefahren wird? Also da, wo die höchste Belastung ist, hohe Drehzahl, ist es 0,88 exakt. Ja. Im unteren Drehzahlbereich sind wir ein bisschen fetter. Das kann man leider nicht so optimal einstellen. Da sind wir bei 85. Also 0,85. Und man sagt ja auch ungefähr so 0,87, 88 ist auch das, wo am meisten Leistung am Ende ist. Läuft so ein Motor im Teil das dann auch so fett oder wird er da ein bisschen magerer? Magerer. Wird magerer im Teil. Ja, okay. So, und jetzt kommt nämlich noch ein ganz interessanter Teil. Auf einmal haben die ja nämlich einen Laptop rausgeholt. Da dachte ich schon, was kommt jetzt? Hier ist tatsächlich ein programmierbarer Zündverteiler drin. Genau. Das heißt, normalerweise kennt man das ja noch so, manche so mit Schließerkontakt, den man da drin einstellen muss und so weiter. Da sind viele Gewichte drin. Das entfällt dann aber komplett. Ist komplett, ja. Das ist starr innen drin mit einer Elektronik und man kann über die Elektronik dann den Zündzeitpunkt variieren und einen Drehzahlbegrenzer auch. Da kommt nämlich dann deine Frage, welcher Kraftstoff drin ist. Ne? Genau. Weil das kannst du natürlich hoch und runter schieben. Ja. Und das gibt es auch noch als eine andere Variante, quasi mit Bluetooth. Dann hätte ich sogar in meinem Telefon die App und könnte beim Fahren halt immer drauf gucken, was er da gerade macht. Aber im Endeffekt braucht es kein Mensch. Aber du willst hier ja Sound akustisch. Ich will spüren. Die Musik haben, die da rauskommt. Ich hatte gerade komplette Gänsehaut. So, okay. cool. Dann können wir hier einmal drauf filmen. So? Ja, klar. Das heißt, hier sieht man jetzt schön über Drehzahl den Zündwinkel, der gefahren wird. Ja. Einmal grafisch und dann tabellarisch. Kennt der auch eine Last oder fährt er immer die gleiche Linie dann? Der könnte auch eine Last fahren, deswegen hier das Manifold Air Pressure. Ja, also mit Unterdruck? Genau. Ja, und dann könnte man hier nochmal Unterdruck abhängig. Ist eigentlich schon recht modern dann, ne? Ja. Ist auf jeden Fall dann Mitte, wo man nochmal viel... Da kann man noch ein paar Feinheiten mit holen. Ja. Okay, krass. Und dann haben wir jetzt ja hier, ihr dreht jetzt ja 7000. Richtig. Das heißt, wir sind immerhin schon bei 30 Grad, was ja auch für Sprit schon... Ja, gut, die Motoren sind sehr niedrig verdichtet gewesen damals und zwei Ventile auch zünden früher wie vier Ventile, deswegen auch, ja, 31 ist schon viel. Und habt ihr jetzt eben gerade in den Messungen den Zündwinkel da auch weiter nach oben geschoben, also Richtung 5? Wir waren bei 34 schon, also überall nochmal 3 Grad früher. Und dann haben wir gemerkt, dass es sich schwer tut. Also das ist, was ich vorhin gesagt habe, die fangen nicht an zu klingeln oder sehr selten, weil sie so niedrig verdichtet sind. Man merkt einfach, dass dann nichts mehr los ist. Keine Leistung mehr kommt. Genau. Also bis an den Punkt angefahren, oben drüber, dass man weiß, jetzt warst du viel und wieder tucken zurück. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall höchstgradig interessant. Schön. Ich würde sagen, jetzt nochmal eine Messung und gucken, ob Selim alles richtig gemacht hat. Ich hoffe es. Thank you.
Klang ist unglaublich. Zum Niederknien. Ich schon Gänsehaut. Jetzt auf die Straße wird es noch toll. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank an alle. Wirklich. Müssen wir uns auch kurz das Ergebnis angucken? Ja. So. Können ja nicht alle. Ihr bekommt das ja leider nicht so krass mit, wie wir das hier mitbekommen. So wie ich das richtig sehe, 202 PS. Ich sage jetzt mal fast Bilderhofkurve. Kurve sieht extrem schön aus. Hat wirklich Maximalleistung im Begrenzer eigentlich sogar. Ne? Also das wird fahren wie... Du wirst gar nicht schalten wollen. Nee. Weil du wirst immer volles Ballett mit dem Begrenzer fahren. Ne? So, und dann darf man auch nicht vergessen, 202 PS bei knappen 31 Grad hier drin. Das ist natürlich auch die Hölle eigentlich für so einen Motor. Ne? Was denkt ihr bei normalen Temperaturen? Wenn ihr den bei 10 Grad müsst, korrigiert er oder? 20 korrigiert, ja. Also eigentlich sollte es laut Korrektur das sein. Ja. Aber in Wirklichkeit ein bisschen kühlerer Luft in der Sauerstoff. Ja. Also ich denke mal 5 PS auf jeden Fall. Ja. Wie viel? 20 PS mehr. Meinst du echt 220 PS? Ja, ja. Ja. Also gefühlt sind die auch Sauerstoff, hier gibt es ja. Gefühlt sind die nicht 31, sondern 51 Grad drin. Ja, das habe ich auch. Aber hier ist ja echt Hölle warm. Das ist auch da, das ist mehr Metall. Ich sag mal so, Serie 170 PS vor 42 Jahren. Ob der die heute noch hatte, das weiß kein Mensch. Weil wir sind ja jetzt gemessen, ich sag mal, 32 PS schon drüber, weil gefühlt 80 Grad hier drin. Also du kannst ja auf jeden Fall sicher sein, egal was du mit dem Auto machst, egal wo, da wird immer 200 PS mit. Ja. So, und tendenziell wird es eher nach oben als nach unten gehen. Ja. Und der Klang zum Niederknien. Also vielen, vielen Dank. Nochmal an alle, wirklich. Danke. Also absoluter Traum in Erfüllung gegangen, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Ich wollte schon immer sowas haben, so dieses alte liebe ich ja so oder so. Und dann so mit diesem Oldschool-Vergaser-Tuning. Das war schon damals mit 16, wie der Onkel das hatte, wollte ich das immer haben. Und jetzt darf ich endlich sowas fahren. Ich fand es auch extrem interessant. Gerade auch, wie man ja wirklich sehen konnte, dass ihr von Schritt zu Schritt genau wisst, was ihr macht und wie wir zu dem Ergebnis kommen. Hätte ja auch sein können, dass wir erstmal 8 Stunden lang hier verschiedenste Düsen testen, hier nochmal das und mal jenes und am Ende halt keine 200 PS mehr rauskommen. Ne? Ja. War wirklich sehr interessant. Cool, was er hier so macht. Schön. Wir werden auf jeden Fall nicht das letzte Mal hier sein, weil wir haben ein paar Sachen uns schon angeguckt und noch ein paar Projekte stehen noch bevor. Ja. Ich würde aber sagen, so viel dazu. Und jetzt müssen wir beide auf jeden Fall mal eine kleine Testfahrt machen. Ne? Sehr gerne. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aufgeregt? Ja. Dezent. Ich fühle mich gerade wie ein kleines Kind. Glaube ich. Du bist schon mal Doppelweber-Vergaser gefahren? Nein. Ist schon einmal so dieses unten noch den dritte Gang reindrehen? Nee. Okay. Ich bin den einmal um den Block gefahren, aber. Bin gespannt, was gleich passiert. Kannst ja nicht zählen. Warte. Junge, das klingt lecklich am Arsch. Wie klingt das Auto? Hier ist ein halber Meter Luft. Ja. Irgendwie schön auch so Gassannahme und so. Ja, oder? Guck mal. Ich tippe an und er ist sofort da, wie ein Moped. Aber das hier ist. Oh, das ist unglaublich. Sommer? Ich bin aufgeregt. So, wir machen mal erst Folgendes. Hör mal. So, und jetzt schalten wir gleich so den zweiten, genau. So. Und jetzt fahren wir so 2500 Umdrehungen. Und jetzt tritt mal Vollgas rein. Boah, wie der Gas annimmt, das ist ja unglaublich. Boah, was selbst jetzt schon krass merkt.
merkst, das war das, was ich meinte, dass der die Leistung ganz am Ende hat, merkst du wieder mit steigender Drehzahl immer krasser wird? Der will immer mehr. Ey, unglaublich. Das Ding klingt. Ganz anderes Auto, ne? Komplett. Serie, gar nicht zu vergleichen. Ja, wir waren ja Serie mitgefahren, glaube ich dir, ja. Ganz anderes Auto. Hört sich auch gleich viel klangvoller, viel kraftvoller, so. Aber ich finde die Abgasanlage, die ist on point, die ist nicht zu laut. Der kommt einfach von vorne. Von vorne schreit ich von vorne an, ja. Aber wie er Gas annimmt. Ja.